Sie will darüber offen reden. Doch nur wenige hören ihr wirklich zu. Tatjana Sterneberg, die 57-jährige Berlinerin, hat alles versucht. Doch sie fühlt sich von der Gesellschaft alleine gelassen. Denn sie spricht von einem Freispruch für die Täter im Namen des Volkes. Die juristische Aufarbeitung ist gescheitert. Wenn die Politik ihre Hausaufgaben nicht macht, kann man nicht erwarten, dass die Justiz auf dieser Ebene das bereinigt. Mit einer harmlosen Affäre fängt ihre Geschichte an. Tatjana Sterneberg verliebt sich mit 20 Jahren in einen Italiener. Sie wollen in den Westen. Das wird ihr im geteilten Berlin zum Verhängnis. Ein Freund, der sich als Fluchthelfer ausgibt, verrät sie an die Stasi. Am 7. November 1973 werden die beiden festgenommen. Die Tür schloss sich hinter mir. Und er sagte so, Frau Sterneberg, was haben Sie alles unternommen, um die DDR illegal zu verlassen? Das Urteil 3 Jahre, 8 Monate. Ihr Freund Antonio kommt nach Berlin-Rummelsburg, Tatjana, die junge Kellnerin, nach Honeck, einer Frauenhaftanstalt, die ständig überbelegt ist. Wegen undisziplinierten Verhalten, wie es heißt, wird sie vom Anstaltsarzt mit Psychopharmaka vollgepumpt, mit gesundheitlichen Folgen bis heute. 1976 werden die beiden freigekauft. Sie heiraten, doch Antonio stirbt früh. Sie zieht sich zurück. Ich bin ja praktisch durch eine ganz normale, natürliche Geschichte der Liebe zu einem Mann praktisch in dieses Räderwerk gekommen. Erst seit kurzem hat sie die Kraft, das Räderwerk aufzuklären. Sie spricht mit den Tätern. Man weist sie ab, man entschuldigt nichts, niemand wird bestraft. Der Vernehmer arbeitet nach der Wende als Anwalt, der Gefängnisarzt in einer eigenen Praxis, der Stasi-Offizier als Geschäftsführer. Tatjana ist kein Einzelfall. Die Berliner Strafrechtler Marxen und Wehrle haben in 15-jähriger Kleinarbeit DDR-Unrecht dokumentiert. Denn offizielle Zahlen fehlen. Bis heute gibt es keine einzige amtliche Statistik. Die Bilanz hat es in sich. 74.894 Ermittlungsverfahren gegen 105.000 Personen wurden eingeleitet. Hinter Gittern mussten insgesamt 46 Beschuldigte. Das entspricht exakt 0,04%. Bestimmte Beschädigungen sind strafrechtlich nicht erfassbar, weil es entsprechende Gesetze seinerzeit nicht gegeben hat. Ich will nur erwähnen, das schlimme, das fürchterliche Phänomen der Zersetzungsmaßnahmen. Die Aufarbeitung ein Balanceakt. Kritiker sprechen von einem Versagen der Justiz. Deswegen musste oft ein Staatsanwalt bis zu 3000 Fälle betreuen. Es ist klar, dass dabei nichts herauskommen konnte. Das war praktisch Strafvereitlung im Amt. Ihre Liebe zu Antonio hat Tatjana Sterneberg nie bereut. Nur das Schweigen heute lässt sie beinahe resignieren.